Die Reaktionen auf den Social Media Ban lassen sich normalerweise einteilen in zwei Kategorien. Die erste Kategorie ist Rumgejammer, die andere Kategorie ist die Forderung nach Regulierungen. Also in Amerika, weltweit betrifft das ja im Moment die Konservativen, eigentlich das gesamte rechte Spektrum bis hin zu den absoluten Vollnazis und reihum werden die dann gelöscht und gebannt auf Social Media, YouTube, Facebook, Twitter und so weiter. Und jetzt gibt es dann auch hier so einen neuen Dokumentarfilm von Kaolin Robertson, You Can't Watch This, wird massiv hier beworben von Infowars.com, postet auch schon Ausschnitte, soll jetzt veröffentlicht werden die Tage. Haben einen Ausschnitt gesehen mit Paul Joseph Watson. Und der Ausschnitt zeigt halt Material, das vor einer Weile gedreht wurde. Und Paul Watson erzählt halt eben dann, wie er jeden Morgen aufwacht. Und das allererste, was er macht, ist, er prüft halt erstmal online, ob sein YouTube-Kanal noch da ist, ob sein Facebook noch da ist und so weiter und sein Twitter. Und weil er eben fürchtet, jederzeit gesperrt werden zu können. Und jetzt inzwischen, wo der Film jetzt, dieser Doku-Film You Can Watch This veröffentlicht wird, inzwischen wurde ja Paul Watson schon gesperrt. Und der Film hier ist dann wieder mal so eine Art von Rumgejamme, ja, also das, was garantiert nichts bringen wird. Also wenn man jetzt rumheult und sagt, lasst uns doch wieder auf Facebook, lasst uns doch wieder auf YouTube und lasst uns doch auf Twitter und jada, 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 das bringt alles überhaupt nichts. Und das Zweite, was er dann auch mit reinspielt, die Forderung nach Regulierungen, da muss man ganz, ganz gehörig aufpassen. Wir haben schon tausendmal gesagt, wenn das Weiße Haus sich jetzt einmischt und neue Gesetze kommen, ja, die das dann regulieren, Social Media und Medien und so weiter und so fort, das kann auch böse nach hinten losgehen, wenn nach Trump wieder ein Demokrat im Weißen Haus sitzt, ob jetzt in 2020 oder 2024. Also bloß keine Regulierungen. Das Einzige, was man juristische Werkzeug, was man hier verwenden muss, ist halt eben dann, sind diese Antitrust-Laws, also die Gesetze gegen Monopolstellungen, Monopolbildungen. Und da lässt sich sicherlich einiges machen. Da lässt sich die Macht einschränken von Facebook, Google und so weiter und so fort. Aber das ist nur ein Teil. Der wichtigere Teil ist, dass Leute wieder ihre eigenen Plattformen bauen. Also wir sehen ja hoffentlich dann bald den umgekehrten Trend. Also dass man jetzt wieder dahin zurückgeht, was man eigentlich vorher gemacht hat, vor diesem Social Media Hype. Das heißt, jede Community hatte ein eigenes Forum, eigene Webseiten. Und hat dann auch selber Videos gehostet und Podcasts gehostet. Man war nicht abhängig. Dann kam Social Media und auf einmal durfte man alles posten und es wurde fast nichts moderiert. Anything goes und das half die diversen Karrieren und so weiter. Und dann sind alle nur noch auf Social Media, Facebook und YouTube und jetzt führt eigentlich kein Weg mehr dran vorbei. Und die Technik ist ja schon viel weiter. Man kann also inzwischen viel, viel mehr machen, als man machen konnte vor im Social Media Hype und deswegen deswegen expandieren wir auch immer das, was wir machen und wir haben jetzt auch gesagt, wir wollen unsere Videoplattform, diese Abo-Plattform erweitern. Das Ganze soll dann so aussehen, wie halt eben dann bekannte Videoplattformen im Netz, dass man sich da nicht großartig umgewöhnen muss, aber es gibt auch fundamentale Unterschiede. Der erste Content ist exklusiv unser Content und das ist dann zweigeteilt. Das, was wir halt auf YouTube stellen, landet dann auch auf unserer Plattform, diese Ausschnitte. Und für die kompletten Sendungen, für die kompletten Inhalte, da gibt es dann wie bisher auch das Abo. Ja, das heißt, es können alle auf diese neue Videoplattform gehen und sich alles Mögliche anschauen und so weiter mit Beschreibungen und können suchen nach Suchbegriffen, Tags und so weiter und so fort. Und das ist dann integriert, ja. Also eine Videoplattform für die Leute, die neu auf uns stoßen und auch gleichzeitig die Videoplattform für die Abonnenten, die dafür auch bezahlen. Und gerade das Bezahlen ist natürlich dann wichtig, wie auch die Werbung für die kostenlosen Inhalte. Denn damit schafft man Unabhängigkeit, damit schafft man eben dann wirklich die Möglichkeit, überhaupt zu berichten zu können, was tatsächlich stimmt oder was man hier tatsächlich selber erforscht hat. Weil ein wichtiges Problem in den letzten Jahren auf Social Media, auch als diese Conservatives und diese ganzen Ultrarechten auch noch da hier auf Social Media sein durften, das große Problem war halt eben dann, es ging nur noch nach Trends, es ging nur noch danach, was Klicks eben generierte und jetzt gibt es dann mehr und mehr Möglichkeiten, auch
simple und günstige Fertiglösungen. Das heißt, man braucht da nicht irgendwie ein Vermögen ausgeben und Leute programmieren lassen, sondern man kann dann eben hier auf diverse Lösungen zurückgreifen, die der Markt, der freie Markt inzwischen bietet. Kann dann loslegen. Ja, das heißt, so wie früher jeder so ein Forum aufmachen konnte mit einer Forensoftware, so kann man heute eigentlich dann auch eine eigene Videoplattform aufmachen. Und hoffentlich wird das so, wie früher, vor Facebook, vor dem Siegeszug von YouTube. Jede Community hat da ihr eigenes Ding. Und man kann dann mühelos einfach die eine Plattform ansteuern, die andere Plattform ansteuern, überhaupt kein Problem. Es war zwar praktisch, wenn man eine Webseite hatte wie YouTube und man findet dann jeden auf YouTube, aber so einfach ist das halt nicht mehr. Wir werden halt nicht das Ganze so, wir werden das Ganze nicht so einrichten, dass jetzt jeder irgendwas hochladen kann, weil wir haben jetzt die neuen Regulierungen und diese neue Haftungsregelung für die Betreiber von solchen Plattformen. Das heißt, man kann da nicht einfach bloß mal die Leute machen lassen und dann irgendwie langsam und träge hinterherhinken wegen Urheberrechtsverstößen oder irgendwelchen anderen Rechtsverstößen. Sondern wir wollen halt eben dann, dass Leute, die wir kennen, Leute, die halt irgendwie, denen wir Vertrauen entgegenbringen, dass die dann auch da posten können. Aber es wird im Großen und Ganzen halt unsere Plattform, beziehungsweise eine Plattform mit unserer Linie. Ja, und wer diese Linie nicht mag, der kann halt irgendwo anders hingehen, sicherlich wäre es interessant zu sagen, man fängt jetzt bei Null an, man beschäftigt Programmierer und lässt sowas von Grund auf neu gestalten, aber das ist, wie gesagt, vom Preis her wirklich astronomisch und du weißt nie, ob das wirklich was wird. Und selbst wenn man jetzt eine Lösung wählt, die quasi aus der Schublade ist, wenn man jetzt eine Fertiglösung wählt, dann kann das jahrelang wunderbar funktionieren und wenn dann mal irgendwelche neuen Regulierungen kommen, wenn dann irgendwelche neuen Probleme kommen und so weiter, ja, dann gibt es zu einem späteren Zeitpunkt sicherlich weitere Ausweichlösungen. Ist es für uns im Moment sowieso nicht realistisch oder überhaupt irgendwie anvisiert, dass wir da irgendwas komplett eigenes programmieren wollen. Also das Gejammer nutzt nichts. Wir haben ja auch deswegen von vornherein schon gesagt, wir wollen hier nicht nur die Medien machen, wir wollen auch hier unseren Recenter-Shop etablieren, auch wenn das natürlich dann die doppelte und dreifache Arbeit ist. Man ist dann verantwortlich für diesen ganzen Online-Handel und alles, was damit zusammenhängt. Es macht die doppelte und dreifache Arbeit, aber es sichert auch unsere Unabhängigkeit. Das heißt, wir waren nie gezwungen, hier zu sagen, okay, wir müssen jetzt den neuesten Trend mitmachen und dann den nächsten Trend mitmachen. Oder wir müssen irgendwelche Blödsinnsvideos posten, Hauptsache irgendwelche Schlagworte drin, ja. Hauptsache Crowdpleasing, wir sagen halt das, was die Leute gerade hören wollen. Also super wichtig. Das heißt, holen Sie sich Ihr Recenter-Abo, schauen Sie rein in den Recenter-Shop. Wir haben auch hier immer wieder neue Sachen. Ich trage hier gerade den neuesten Pullover von Helicontex. Ist halt so, super interessanter Preis. Auch die Ausstattung sehr interessant. Also Qualitäts, Reißverschlüsse und so weiter und so weiter. Also, innerhalb der nächsten Wochen wurscheln wir da an dieser erweiterten Plattform. Ja, das heißt, die Leute, die ein Abo haben, für die ändert sich dann jetzt nichts dramatisch, sondern sie haben einfach quasi dann eine Plattform, wo auch andere Leute dann hier zuschauen können, aber die Leute, die noch kein Abo haben, sehen eben nur die kostenlosen Ausschnitte und Inhalt. Und wir haben uns nochmal Google näher angeguckt. Also die Firma, die YouTube betreibt und die Firma, die dann jetzt auch immer angebettelt wird und wo es dann eben dann heißt, die Trump-Administration soll das regulieren. Also Google anbetteln und YouTube anbetteln bringt da überhaupt nichts. Und es ist mal wieder so eine Firma, da verwischen die Grenzen zwischen staatlich und privat. Also du weißt gar nicht mehr so richtig, was das eigentlich ist. Und manche nannten ja YouTube lästerhaft YouTube, also quasi die Judenröhre, weil eben hier Larry Page und Sergey Brin diese Google-Gründer, weil die halt irgendwie jüdisch waren und weil diverse andere jüdische Executives da rumlaufen und so weiter. Und so
basteln Leute das wieder rein in dieses simple Weltbild, was ja eigentlich dann massiv propagiert worden war von den britischen, amerikanischen, russischen Geheimdiensten, also diese sogenannte jüdische Weltverschwörung. Und wir haben uns da mal wieder mal einen tieferen Blick darauf gelegt. Und es ist immer wieder interessant, was man hier dann zutage fördert. Also Larry Page und Sergey Brin trafen sich an der Stanford University in den 90er Jahren und sie schufen dann so eine Art Vorläufer von Google namens Backrub. Und Stanford zählt zu den Elite-Universitäten. Ja? Also nicht jeder, der zu Stanford hingeht, ist automatisch Teil von einem Ultra-Super-Monster-Establishment. Nein, das angloamerikanische Empire bzw. das hochadlige Welfen-Empire, die waren da ziemlich clever. Die haben ja gerade für den Westen hier so festgelegt, dass ein gewisses Maß an Freiheit existiert, auch ein gewisses Maß an unternehmerischer Freiheit existiert. Das ist nicht so bürokratisiert wie in einer ganz normalen Diktatur, ja, wo halt eben alles dann mit Rängen da gemacht wird und so weiter und irgendwelche Innovationen haben es da ziemlich, ziemlich schwer. Sondern hier im Westen, in diesem westlichen Imperium, in der Supermacht, hat man das eben so eingerichtet, dass halt aus diesem gewissen Maß an Freiheit, natürlich mit der Kontrolle, insgesamt durch dann die Kontrolle von diesem Establishment, aber es gibt halt eben dann dieses Maß an Freiheit und daraus entstehen halt eben dann wieder diese Innovationen, wenn also dann solche Nobodies wie Larry Page und Sergey Brin dann irgendwas erfinden. Und so eine neue Innovation, so eine neue Erfindung wird dann bereitwillig und gerne von dem Empire entdeckt und gefördert. Und dann, je nachdem, wenn sich's eignet, bastelt man da draus irgendeinen großen Player. Und so in etwa ist es dann gelaufen mit Google. Im August 1998 stellte der Investor Andreas von Bechtolzheim nach einer 10-minütigen Präsentation der Suchmaschine einen Scheck über 100.000 US-Dollar aus. Und wer ist dieser spendable Mann? Er stammt aus Deutschland und seine Familie Mauchenheim, genannt Bechtolzheim, gehört zum deutschen Uradel, diente über Jahrhunderte hinweg den Welfen. Die Welfen, die ab 1714 auch den britischen Thron und das zugehörige britische Empire kontrollierten. Also Andreas von Bechtolzheims Vorfahre aus der älteren Familienlinie Philipp Ludwig Wilhelm war als Oberjägermeister noch in gräflich-hanauischen Diensten. Hanau wurde dann aufgeteilt unter den Landgrafschaften Hessen-Kassel und Hessen-Darmstadt, also die Landgrafschaften, die dann auch engstens verbunden waren mit dem britischen Thron und mit dem russischen Zarenthron. Philipps Sohn Friedrich Ludwig trat in herzoglich-sachsen-gothaische Dienste. Er starb in Gotha als hochfürstlich-sachsen-gothaischer Oberschenk. Das Haus Sachsen, Coburg und Gotha sollte bekannt sein, führte nach der Hannoveraner Ära nahtlos den britischen Thron weiter. Also im Moment haben wir ja als britisches Königspaar Sachsen, Coburg und Gotha sowie die verkappte Linie Hessen-Darmstadt. Und das ist, wie gesagt, die britischen Royals sind nur ein kleiner, kleiner Teil von einem riesigen, riesigen Netzcluster aus Familien. Also inzwischen Tausende, wenn nicht gar Zehntausende Mitglieder von diesem Hochadel. Genug also, um ein Empire, ein globales Empire am Laufen zu halten und auch genug, um einen Familiengeheimdienst hier am Laufen zu halten. Selbstverständlich die gewöhnliche Geschichtsschreibung, Politikwissenschaft behandelt adelige Geheimdienste nicht, sondern nur die gewöhnlichen, bekannten staatlichen Geheimdienste. Dann Johann Ludwig, einer der Söhne Friedrich Ludwigs, brachte es zum herzoglich-sachsen-weimarischen Geheimrat, Kanzler der Landesregierung in Eisenach und Konsistorialpräsident, also hier wieder Sachsen, Weimar, Eisenach, Welfen, 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 Welfen. Dann im 20. Jahrhundert gab es hier bei Bechtolzheim den Kriegsverbrecher und Generalmajor Gustav sowie den Artilleriegeneral Anton, der eingeheiratet hatte in die zu Guttenbergs, auch wieder eine interessante Querverbindung. Der Typ verbrachte auch ein Jahr, dieser Anton verbrachte ein Jahr in den USA und war dann Militärattaché in der deutschen Botschaft nach London. Also interessante Familie, ja, die zählten zum Uradel, ja, geht also sichtbar zurück bis ins Jahr 1200. Die Welfen allerdings gehen zurück bis ins Jahr 800, manche vermuten eher bis ins Jahr 500, also wären wir schon fast nahtlos am oder beinahe nahtlos, ja, Anknüpfungspunkt nach dem Fall des Weströmischen Reichs.
aber die Welfen sind älter. Und die Welfen haben sich da stärker und stärker durchgesetzt, auch gegen die Staufer und gegen diverse andere fränkische Geschlechter. Und hier das Haus Mauchenheim, genannt Bechtholzheim, geht zwar auch weit zurück, aber nicht so weit. Und die dienten, also Bechtholzheim, diente wieder und wieder und wieder den Welfen. Und Andreas von Bechtholzheim, der Informatiker und spätere Finanzier, der Google-Gründer Larry Page und Sergey Brin, erhielt ein sogenanntes Fulbright-Stipendium für die USA für sein Studium, das zurückgeht auf die Initiative des US-Senators James William Fulbright, der vor dem Zweiten Weltkrieg mit einem Rhodes-Stipendium in Großbritannien studiert hatte. Und diese Rhodes Scholars waren ein Werkzeug des britisch-welfischen Imperiums. Mr. Fulbright hatte mit seinem Rhodes-Stipendium studiert an der britischen Elite-Universität Oxford, wo auch immer diese ganzen Spione herkommen, ähnlich wie Cambridge. Und im Jahr 1948 war er Präsident des American Committee for United Europe, eine Art Frontorganisation der CIA zur Schaffung einer Europäischen Union. Und da kamen dann Gelder mit rein für die Organisation, also Gelder von der Ford-Stiftung, Rockefeller-Stiftung. 2019 erhielt die deutsche Kanzlerin Angela Merkel den J. William Fulbright Prize für International Understanding. Und über dieses Rhodes-Stipendium und Cecil Rhodes und diese ganze Clique, da erfährt man auch einiges drüber in den Büchern von Carol Quigley. Die gibt es ja jetzt seit einer Weile endlich auf Deutsch in voller Länge im Kopf Verlag. Also für die meisten ist wohl das dünnere Werk interessanter, das angloamerikanische Empire. Und da geht es eben dann um Rhodes und diese ganze Clique und so weiter. Und Quigley war auch nicht, also Quigley war auch nicht wirklich eingeweiht. Nur zum Teil. Und er hat dann irgendwann festgestellt, was da alles für abstruse Entscheidungen getroffen wurden. Und dann wollte er eben das enthüllen. Ja, er glaubte sein Leben lang, seine ganze Karriere lang an das britische Reich und den britischen Way of Life. Wurde aber dann doch immer schockierter. Und dieser Fulbright mit seinem Rhodes-Stipendium, das hing dann auch zusammen mit Bill Clinton, der hatte, glaube ich, auch ein Rhodes-Stipendium. Und Clinton war dann auch der Schüler von diesem Professor Carol Quigley. Also das ist so eine Szene, sehr einflussreich, aber auch stark unterteilt. Also da ist dann ganz genau geregelt, ja, wer da die Fäden in der Hand hält, wer wie eingeweiht ist. Und das richtet sich meistens eben danach, wie weit dieser Adel zurückgeht. Und dieser Andreas von Bechtholzheim schuf mit Studienkollegen und Investoren die Computerfirma Sun. An Page und Brin von Google vermittelte er außerdem den Kontakt zum Risikokapitalgeber John Durr, einflussreicher amerikanischer Manager für Risikokapital bei dem kalifornischen Silicon Valley ansässigen Beteiligungsgesellschaft Kleiner Perkins Caulfield and Byers. Dort arbeitete er unter anderem mit Al Gore, Colin Powell zusammen. Dörr finanzierte das Who's Who des Internets wie Compaq, Netscape, Symantec, Sun, Amazon und so weiter. Also diese ganzen großen Giganten stammen alle aus diesem Nest. Das muss man hier selbstverständlich verstehen. Und so funktioniert das. Ja? Das heißt, die neueren, jüngeren Mitglieder dieses Empires, das sind halt einfach Leute, die irgendwas Interessantes entwickeln. Und dann werden die alteingesesseneren Familien und Netzwerke darauf aufmerksam und fördern dann diese Neuerung. Und dann kommt halt eben dann dieses große Investorengeld, aber dann wandert eben dann auch meistens die Kontrolle woanders hin. Offiziell sind Larry Page und Sergey Brin Milliardäre. Wie viel von dem Geld sie wirklich kontrollieren, das ist eine interessante Frage. Und einige aus dieser Szene, weil ich ja gesagt habe, hier diese Beteiligungsgesellschaft, da hängt auch Al Gore ab und Colin Powell und so weiter. Und gerade diese Silicon Valley Szene gibt sich oftmals links, also machen dann viel rum mit Elektromobilität und Umweltschutz und so weiter und so fort. Aber Umweltschutz
ist meistens auch ein sehr adliges Thema, ein sehr elitäres Thema. Wir sehen ja gerade an den World Wildlife Fund und dieses ganze Ökogedöns weltweit. Und das hängt normalerweise eben mit dem angloamerikanischen Empire zusammen. Also da braucht man nicht denken, dass sich da irgendwann mal da die Kommunisten irgendwie auftaten und Sozialisten, und die hätten es dann so weit gebracht, zu so viel Macht mittlerweile, ja. Mit einem linken Deep State in Amerika und so. Na, 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 na. Geschichtlich und politikwissenschaftlich und geheimdienstlich betrachtet hatten wir den Hochadel. Und der schuf dann, setzte sich gegen die anderen Adelsclans durch, also vernichtete fast die Habsburger und vernichtete die Bourbonen und so. Die Welfen setzten sich durch und schufen dann eben die Fake-Demokratie, die Theaterdemokratie und auch den Theaterkapitalismus oder den größtenteiligen Fake-Kapitalismus. Alles schön kontrolliert mit geheimdienstlichen Methoden. Und so schuf man eben dann auch den Sozialismus als, als Auffangbecken für die Unzufriedenen, also die, die halt weniger profitieren von diesen imperialen Unterfangen, ja, das heißt für die Massen, für die Arbeiter und generell für die Unzufriedenen und so, da hat man eben dann den Sozialismus geschaffen und kontrolliert, und wer halt heute unzufrieden ist, rennt zu den Linken, oder wer halt unzufrieden ist über die vermeintlich rechten Strukturen, der rennt halt dann zu den Linken. Und auch hier, wer denkt, die Europäische Union sei links? Nö, die geht zurück auf diese Netzwerke, die geht zurück auf den Welfenadel, die Europäische Union geht zurück auf die CIA und solchen CIA-Frontorganisationen wie das American Committee for United Europe. So läuft das. Und Sergey Brin, einer der Google-Entwickler, ist der Sohn sowjetischer Juden aus den höheren Ebenen der Forschung der UdSSR und auch einer der frühen wichtigen Investoren bei der Autofirma Tesla. Larry Page ist ebenfalls jüdisch. Zusätzlich zu der wichtigen Spende von Bechtolsheim lieh man sich angeblich eine weitere Million Dollar von Freunden und Familienmitgliedern. Und dann, ich meine, ja, und dann kam das richtig große Investorengeld über Durr und kleiner Perkins Caulfield and Byers sowie Sequoia Capital. Also Google und YouTube gelten ja jetzt als linksprogressiv. Wir sehen eine Welle der Löschungen und Sperrungen und Benachteiligungen rechtskonservativer und rechtsextremer Medien. Allerdings wirkt der wichtige Google-Investor Kleiner Perkins alles andere als links, sondern wie eine Frontorganisation des angloamerikanischen Empires. Und dieses Welfenimperium da, das wird natürlich dann gesteuert von, ja, weißen Mitteleuropäern, die aussehen wie wir. Und diese Welfen sind strukturiert und organisiert nach Clans, also mit herkömmlichen politischen Begriffen müsste man sagen, die sind total rechts. Aber diese Kreise haben ja auch generell das politische Denken und die politische Landschaft geschaffen, also bringen einem diese Begriffe nur sehr, sehr wenig. Ja, das heißt, wir haben halt verschiedene Flügel oder verschiedene Geschmäcker, verschiedene politische Richtungen innerhalb dieses Empires, und egal für was man sich entscheidet, man landet immer unter derselben Kontrolle. Also ob du jetzt ein esoterischer Linker bist oder ein christlicher Rechter oder ein heidnischer Rechter oder ein freimaurerischer Liberaler oder ein Trotzkist, ein Marxist-Leninist oder ein Stalinist bist, oder ob du jetzt irgendwas von diesen ganzen Ideologien hier adoptiert hast, du landest immer quasi unter derselben Kontrolle. Und nun, gerade jetzt in dieser heiklen Situation mit Medien und Social Media und Meinungsdominanz, gerade jetzt, und wir hatten ja auch die russische Einmischung in alternativen Medien seit vielen Jahren, und jetzt ausgerechnet, jetzt heizt sich dieser Konflikt auf mit dem Iran, und es könnte eben dann einen Krieg geben, sehr bald, soll heißen, entweder noch dieses Jahr oder 2020, also im Jahr 2020 sind die ganzen wichtigen Nationen kriegsbereit. Alles wurde hochgerüstet und man spricht schon von 120.000 US-Soldaten, die dahin entsandt werden. Flugzeugträger ist ja schon in der Richtung unterwegs. Mehr Gerätschaften werden dahin gebracht. Der Iran ist ja sowieso umgeben von Ländern, wo die Amerikaner eine Präsenz haben. Und außerdem bräuchten die USA ja in der Region eine
Koalition soll heißen. Da müsste man Israel mit reinmachen, da müsste man irgendwie die arabischen Nationen mit reinbringen. Also ist das sowieso alles unter Kontrolle von dem Empire. Und dementsprechend können das die Amerikaner fast entscheiden, wie sie wollen. Ja, das Geld ist sowieso da. Irgendwo kriegt man das Geld immer wieder her. Und gerade jetzt ist die Gefahr sehr groß für ein inszeniertes Event, also für einen Anschlag unter falscher Angriff unter falscher Flagge mit konventionellen Waffen, Nuklear, Cyber, biologische Waffen, also irgend sowas, irgend so ein Angriff auf den Westen könnte passieren. Dieser Angriff würde dann hier dem Iran in die Schuhe geschoben werden, mit meistens üblicherweise zweifelhaften Belegen. Und dann wäre der Vorwand da für eine große Aktion. Also ein neues 9-11, größer als 9-11. Und genau jetzt bräuchten wir halt eben dann unabhängige Medien, eigenständige Medien mit eigener Infrastruktur. Aber genau jetzt haben wir halt eben dann den Käse mit diesen ganzen Zensuren auf Social Media und diesem Gebettel, dass man wieder auf Social Media darf und dem Geschrei nach irgendwelchen staatlichen Regulierungen. Und die Israelis haben sich ja eingekauft in die alternativen Medien, also diese zionistischen Milliardäre wie Sherman, Rosenwald und Mercer, die finanzierten dann Tommy Robinson und sich andere Leute und so weiter. Und dann haben wir gesehen, Plattformen wie Infowars haben diesen Wandel gemacht und werden dann plötzlich neokonservativ und finden dann die CIA irgendwie geil und bewerben den rechten Deep State, wie sie es nennen, oder wie sie es darstellen, obwohl es nur einen Deep State gibt mit verschiedenen Flügeln. Also gerade jetzt, wo es so wichtig wäre und wo man sich denken müsste, dass die alternativen Medien sich total entwickelt hätten seit 9-11, genau jetzt ist das Niveau im Keller, die Infrastruktur ist im Keller, totales Desaster. Und es gibt halt dann nicht nur diese heftigen Zensurgeschichten, sondern die alternativen Plattformen, die dann teilweise hochgezogen wurden, also diese eine Twitter-Konkurrent, dieser rechte Twitter-Konkurrent und so, da gab es halt immer wieder Schwierigkeiten bei diesen alternativen Plattformen und diesen YouTube-Klonen, diesen neurechten, alternativen YouTube-ähnlichen Plattformen, das Publikum überhaupt noch anzuziehen, um das Publikum zufriedenzustellen, muss ja fast jeder Scheiß da gepostet werden. Also da hatten wir dann auch irgendwie Sachen gesehen, da wird es dann eben dann heikel, ja, wenn Leute anfangen, dieses Christchurch-Killer-Video zu posten oder irgendwelche anderen Gewaltaufrufe zu posten und so weiter und so fort. Also da wird es dann teilweise so heftig und juristisch auch heikel, dass dann eben dann das Establishment weitere Maßnahmen ergreifen kann. Das heißt, dann weigern sich die Zahlungsdienstleister und andere Infrastrukturfirmen und so weiter weigern sich dann. Ich meine, klar, das Empire kann versuchen, immer mehr und mehr zu verbieten, aber je mehr Leute halt eben dann auf einem hohen Niveau arbeiten und halt eben dann Psychopathie draußen halten, Narzissmus draußen halten, je besser Leute das machen, umso besser die Chancen hier für freie Medien. Also es nützt jetzt nichts, irgendeine alternative Plattform aufzumachen, wie es manche ja gemacht haben, und da dann den grässlichsten Nazi-Scheiß zu posten und den absoluten, dieses absolute totale Hassprogramm. Denn einerseits geht ja vor allem dieses Neonazi-Denken geht ja auf die britischen, amerikanischen Geheimdienste zurück. Auch dieser Mythos der jüdischen Weltverschwörung geht auf die Geheimdienste zurück. Also für die, die es immer noch nicht begreifen. Ich schreibe ja gerade das Buch über die Religion und Geheimnisse der Supermächte. Und gerade wenn man das Judentum studiert, dann stellt man eben fest, meine Güte, die haben nur verloren. Die Juden haben immer nur verloren, weil sie eben diese Eigenständigkeit behaupten wollten, umringt von diesen ganzen Gegnern. Und dann versprenkelten sich Juden dann weltweit und hatten nie einen richtigen Status. Und deswegen waren Juden gerade in Europa auch dann beliebte Kandidaten für den Adel als Strohmänner. Das heißt, der Adel baute dann so eine jüdische Bankerfamilie auf, halt als Tarnorganisation, als Frontorganisation. Und das hatte halt mehrere Gründe. Einerseits, Juden hatten keinen richtigen Rechtsstatus. Die konnte man notfalls ziemlich leicht
ziemlich leicht fertig machen, enteignen. Die Bevölkerung hätte da hätte kein Hahn danach gekräht. Das heißt, Juden hatten keine Heimat, sie hatten kein eigenes Land, sie hatten kein eigenes Land mit einer Armee. Und Juden hatten auch eben keinen richtigen Rechtsstatus in den meisten Ländern. Und Juden galten häufig als verlässlich, vor allem über mehrere Generationen hinweg. Also jetzt das populärste Beispiel, die Rothschild-Familie. Das heißt, es machte nur dann Sinn, Marionetten aufzubauen, wenn die auch nach 4 oder 5 Generationen immer noch wirklich brav mitspielen. Und deswegen war es eben dann naheliegend, solche Familien auszuwählen, wegen dieser super engen familiären Bindung. Und außerdem, Juden wurden ja so schlecht behandelt in Europa, dass eben auch, dann natürlich dann wenig Kapazität da war bei manchen Juden hier, wenig Kapazität hier, sich noch großartig Gedanken zu machen um hier die anderen Leute in Europa, sondern da ging es ja meistens darum, oh shit, wieder ein Großbrand im Ghetto oder wieder eine Seuche, die ausbricht im Ghetto, weil alle zu eng zusammengepfercht sind, oder wieder ein Pogrom. Das heißt, es verengt natürlich dann den Blickwinkel und das war, sag ich mal, dem Adel dann genau recht, dass hier dann diese jüdischen Strohmänner, diese jüdischen Marionetten, dass die halt eben dann sich nicht sonderlich großartig interessierten für eben das Schicksal sich der ganzen Christen da in Europa oder das Schicksal von Moslems und so weiter und so fort. Weil ich meine, klar, eine Familie wie die Rothschilds, so die Goldschmidts und diese paar wichtigeren Clans, die da hochgezüchtet wurden, die Clans wussten schon, auf wen die sich einlassen. Ich meine, es lief ja vieles auch nicht wirklich unbedingt geheim ab, ja, wenn man sich darüber nachdenkt, dass dann der Adel, also jetzt die Hohenzollern zum Beispiel, hier in Preußen, dass sie dann gesagt haben, wir beauftragen jetzt die Rothschilds hier, überall in Europa und generell Kredite zu sammeln von anderen Investoren, und diese Kredite sollen eben dazu verwendet werden, um den Krieg gegen Frankreich zu führen. Also vieles war nicht mal unbedingt geheim. Ja, und wenn man dann so eine Aufgabe macht, man sammelt hier dann Kredite für den Krieg, da weißt du schon, auf was du dich da einlässt. Ja, also ich meine, ich möchte jetzt nicht irgendwie, ich mache jetzt bestimmt nicht hier den Rothschild-Fanclub auf oder den Fanclub auf für irgendeinen anderen Clan, der sich dann da angedient hat an diesem Empire. Aber es ist praktisch ausgeschlossen, dass diese Ghetto-Krämer, dass die dann hier irgendwie das britische Empire übernommen hätten, die Macht übernommen hätten und dann die ganzen Entscheidungen getroffen hätten. So funktioniert die Welt nicht mal, Damen und Herren. Diejenigen, die das glauben, konsumieren meistens nur begrenzte Verschwörungsliteratur und haben kein größeres Verständnis über die Geschichte. Und da muss man ganz, ganz stark aufpassen. Und je mehr Leute halt eben dann auf in diese Falle reintappen, umso mehr kann eben dann auch zensiert werden, umso mehr können dann eben auch Leute haftbar gemacht werden. Dazu braucht es oftmals keine neuen Gesetze, also auch in Amerika. Es gilt zwar in Amerika sehr viel Meinungsfreiheit, das heißt, Leute dürfen in Amerika einen Hitler-Fanclub aufmachen und dürfen dann irgendwie sich Hakenkreuze drauf tätowieren und so weiter und irgendwie von der großen arischen Revolution träumen, aber es gibt halt eben dann auch Grenzen, juristische Grenzen, das heißt, wenn da zur Gewalt aufgerufen wird oder wenn halt eben dann konkrete Bestrebungen da sind, sich zu verschwören, zum gewalttätigen Umsturz und so weiter und so fort, da haben die Behörden natürlich Handhabe und das gilt auch für Europa hier. Also, ganz, ganz wichtig, eigene Plattformen, eigene Kontrolle, ja, saubere Arbeit ableisten. Klar ist man immer noch irgendwo eine Zielscheibe, klar sind wir eine Zielscheibe. Klar kann versucht werden, was zu zensieren hier bei uns oder wie auch immer, oder wir müssen dann vielleicht mal eine Plattformanbieter wechseln und sonst was, aber wir bieten nicht dieses Angriffspotenzial. Ja, wir sind keine Nazis, wir sind keine verkappten Nazis, wir sind keine halben Nazis. Und so weiter und so weiter. Und die Medien müssten jetzt eigentlich dann in der Lage sein, also die alternativen Medien müssten jetzt dann eben in der Lage sein, die Situation einzuschätzen und zu sagen, um Gottes Willen, wir haben hier eine quasi Bush-Administration mit Trump an der Spitze. Und diese ganzen Pläne, die jetzt, also genau die Sachen, Sie können das nachschauen auf Recenter
oder in dem Internet Archive, in der Wayback Machine können Sie nachschauen. Wir haben schon vor 10 Jahren und vor deutlich über 10 Jahren haben wir schon aufgeklärt über die verdeckten Operationen der USA und der Verbündeten im Iran. Wir haben aufgeklärt über diese ganzen Vorbereitungen und Pläne für einen gewaltsamen Umsturz. Wir haben darauf hingewiesen, was Seymour Hersh recherchiert hatte, dass dann tatsächlich hier False Flags durchdacht wurden, ob man nicht irgendwelche Boote faked und dann die Amerika angreift und so. Also wir haben da schon heftig darüber berichtet. Und jetzt sehen wir aber Plattformen wie Infowars.com, die jetzt schon sagen, wenn irgendwie was Neues passiert, wir bleiben irgendwie auf der Trump-Linie, auf dieser neurechten Linie. Und Infowars ist jetzt für einen Regimewandel im Iran und so. Heiliger Strohsack, also das wird noch ziemlich heikel.